Historische Zeiten für die Eurozone. Gut 11 Jahre nach Einführung des gemeinsamen Bargeldes gibt es die ersten neuen Geldscheine. Und in der Krise senkt die EZB die Zinsen auf einen neuen historischen Tiefstand. 0,5% zahlen die Banken künftig, wenn sie bei der Zentralbank Geld leihen. Die neuen Banknoten sollen sicherer gegen Fälschungen sein und auch der Erweiterung der Eurozone Rechnung tragen. Als erstes kommen die 5-Euro-Scheine der sogenannten Europa-Serie in Umlauf. Die neuen Fünfer sind mit neuen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Ein Hologramm zeigt ein Porträt der mythologischen Gestalt Europa aus der griechischen Sagenwelt. Es erscheint im silbernen Streifen, wenn die Scheine gekippt werden. Außerdem erscheinen in dem Streifen ein Fenster und der Nennwert der Scheine. Das Porträt der Europa erscheint ebenfalls als Wasserzeichen. Auf der sogenannten Smaragdzahl bewegt sich beim Kippen der Scheine ein Lichtbalken auf und ab. Die Zahl verändert ihre Farbe von smaragdgrün nach tiefblau. Das neue Geld gibt es nun zumindest für die Banken so günstig wie nie. Aber auch für Verbraucher bedeuten sinkende Leitzinsen sinkende Zinsen, vor allem auf Sparguthaben.